Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play WoW 122. Und ich habe gesehen, wir müssen ganz schnell zurück und zwar was kaufen, weil unserem lieben Pet, dem geht's nicht gut. Weil der ist ziemlich mies drauf, habe ich gesehen. Und da wir kein Fleisch haben, beziehungsweise eben vergessen haben zu kaufen, tun wir das mal ganz, ganz schnell, bevor es in die Buchse geht und das abhaut. Das wäre ja uncool. Oh, was haben wir denn da? Ach, den habe ich schon bekommen. Ha, guck mal an. Ich habe gedacht, das bekomme ich für die nächste Quest. Okay. I like. Okay, da gibt es kein Fleisch. Ich brauche Fleisch. Fleisch. Fleisch hat der Fleisch. Du Fleisch? Leckeres Fleisch? Nein? Ah, der könnte Fleisch, aber ich glaube er nicht. Hast du Fleisch? Leckeres Fleisch? Nein, hast du nicht. Zack, zack. So, das können wir nachher verschicken. Keiner Fleisch hier? Was ist das denn? Was verkaufst du auch? Oh. Natürlich nur das, was ich nicht brauchen kann. Oh, sehr gut, der hat bestimmt Fleisch. Jawohl. Falsche Fleisch habe ich gekauft. 55 und das kriegen wir ab. 65. So. So, Vorräte wieder aufgestockt. Sehr gut. Und können wir direkt Post verschicken? Können wir behalten. Gut. So. Dann geht es auch wieder besser. Sehr schön. Das war der 63. Wir sind auch 63. Passt. Okay, da vorne war wieder eine Biene, als wir zurückliefen. Ja. Die große. Die Frage ist, war damals das auch schon mit den Pet-Buffs? Sprich, dass die einen buffen können? Ich meine ja. Es ist Wutgeheul. Ich meine, das gab es schon. Sag mal, beschwören will ich es jetzt nicht, aber ich meine, es gab es. Leuchten wir beide hübsch. Das Pflanzenteil kann man nachher wieder eintauschen. Wie viel haben wir schon? 12. Oh. Gut gegen Ruf. Hatte ich ja, glaube ich, schon mal gezeigt. Und die Karte funktioniert wieder. So, würde ich sagen, fahren wir mal dahin. Reiten wir mal dahin. Aber wie ihr gesehen habt, ist noch nicht so ganz, gelangig. Plock, 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 plock. Natürliche Rüstung. Ne, irgendwas stimmt da nicht. Ich weiß aber nicht was. Ich hatte jetzt nur eben einen ausgelockt, nicht ganz Spiel ausgemacht. Na gut, wir wissen ja ungefähr, was wir tun müssen. Von daher. Müssen wir da hinten irgendwo hin.
Ding, ehrlich. Toll, ich krieg sie drauf. Unglaublich, oder? Unglaublich. Aber den, ich meine, diese nämlich, die das waren. Ich glaube, die konnten nicht totstellen. Eigentlich. Ich meine, die waren das. Ah, auf jeden Fall. Naja, ist ja egal. Ich finde das immer sehr verwirrend, wenn das so komisch abwärts geht. Und dadurch, dass jetzt die Legion-Server live sind, vielleicht funktionieren auch die VOD-Privatserver besser. Weil es gibt alles. Je nachdem kann man dann ja nach und nach gucken, dass man jedes Mal anspielt, ist das zu zeigen. Alles wurde ja mega viel geändert in der Zeit. Bis jetzt heute meine ich. Das ist ja der Wahnsinn. Wie beispielsweise die, das mit dem Pet so gibt's ja gar nicht mehr. Teilweise kannst du ja skillen, dass du auch ohne, der einsame Wolf oder so heißt es, dass du ohne Pet durch die Gegend eiern musst. Damals wäre das ja gesagt, oh, du hast dein Pet vergessen. Es gab ja einige Hunter, die ohne Pet rumgelaufen sind. Aber ich tippe eher damals darauf, dass da so Art China-Bots waren oder sowas. Da gibt es ja immer noch viel Botter. Es ist nicht abgerissen. Selbst damals nach dieser komischen Bannwelle, die Blizzard gemacht hatte, wo die ganz viele Leute gebannt haben. Warum kommt der direkt da raus? Das verstehe ich nicht. Das will ich nicht verstehen. Vielleicht muss ich das ja auch gar nicht verstehen. Oh, das finde ich gut. Der da noch so rumsteht. Nix tut. So. Jetzt will ich den auch gleich schnappen. Aber so können wir ein bisschen, ich sag mal, Mana sparen. Ich frage mich, wann widerspenstig. Die, genau, aber ich habe immer noch nicht wirklich irgendwas. Seltsam. Oder kann ich dem jetzt etwas ich kann dem jetzt etwas beibringen. Okay. Ich verstehe.
Oh Wunder, oh Wunder. Hier bis 6 Schaden. Typische Rüstung. Ausdauer. Na gut, so Flammen nicht, Flammen nicht. Wie wäre das? So. Aha. So, das sieht doch schon besser aus. Schön. Sehr schön. Jetzt kann der nämlich besser kämpfen. Beziehungsweise für uns besser kämpfen. Denn er kann jetzt spotten. Dann wird das etwas entspannter. Aber komisch, ein paar Farben habe ich immer noch nicht bekommen. Vielleicht gab es das damals noch nicht. Müssten wir da rein? Ich glaube ja. Wir können ja mal gucken. Aber immer noch mal Probleme. Naja, was soll's. Ich wollte aber noch was gucken. Ich mach mal Ausdauer, okay. Waren hier nicht also komische Kisten drin, die man sammeln musste? Naja, egal. Wir gucken uns das einfach mal an und gucken, was passiert. Wo sind die 63? Ich hätte eigentlich gedacht, der pullt hier die Kacke mit. Aber gut, wenn nicht, dann nicht. Bin ich auch nicht enttäuscht von. Aber was ich toll finde, dass sie nicht weglaufen. Es gibt auch ein paar Versuche zu flüchten und pullt dann auch den Rest der Höhle oder so. Arme ja, Schwein, dass die das nicht machen. So. Dann holen wir uns den Raufe. Sehr gut. Ja, jetzt hat er mich im Target. Oh, vielleicht wegen der Heilung. Das kann sein. Das kann sein. Hat er den gespottet? Ah, hat noch mich im Tag. Naja, egal. Besser als eben auf jeden Fall. Ups. Kämpfen wir uns so langsam hier durch. Ich meine, da drin war der. Hoppala. Oh, Hilfe. Ja, der hat ihn jetzt weggespottet. Durchaus positiv. Und wieder kein Mana. Ich brauche 7 oder 10.000 Mana, wäre cool. Oder 100.000, noch besser. Da gibt es leider nichts, was man da tun kann, außer irgendwelches Gear sammeln mit mehr Mana drauf. Oder herstellen.
Fernsicht geht, glaube ich, schon draußen, ne? Was es auch nicht gibt, was mir so einfällt, apropos Fernsicht, ist mit dem Begleiter laufen. Begleitersicht oder so? Ach, keine Ahnung, wie es hieß. Trinken ist mir auch was. Halten wir mal unser Pad gleich. Bevor das aus den Latschen gibt. Trinken noch zu Ende. Muss mir noch mal hier Seelenstärke-Elixier herstellen. Ecke gucken. Das ist zwar den ich dachte, der es wäre, aber anscheinend ist der das doch nicht. Okay. Schmetterfaust. Für der Schmetterfaust woanders. Sehr seltsam. Da mal wieder ab. Dann ist er bestimmt auf dem Berg. Dann ging es ja noch weiter hoch. Gucken wir uns das mal an. Gucken wir uns das mal an. Spotte, Spotte. So. Vielleicht schaffen wir es, den nicht zu pullen. Natürlich haben wir es geschafft, ihn zu pullen. Sehr gut. Weiß gar nicht, ob der Elite ist. Ich meine, das ist eine Zwei-Mann-Gruppen-Quest. Oberanführer. Drei-Mann-Gruppen-Quest. Ach. Falsch. Oberanführer Schmetterfaust. Ist ja nicht meine Gruppenquest. Gut. Das heißt, er müsste irgendwo hier rumeiern. Drauf. Ah, da drin bestimmt, ne? Jawohl. Uff. Ich würde sagen, oh, ich bin tot. Aber das kriegen wir hin. Das dürfte kein Problem sein für uns. Du kriegst uns nicht klein. Niemals. Der denn? Naja, gut. Ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, wenn es heißt Let's Play WoW. Folge 123. Auf Wiedersehen. Lasst ein Abo da, lasst einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Teilt das Video. Gut, wir sehen uns in der nächsten Folge.